Herzlich willkommen zu Webtalk Nummer 5 in der Reihe H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Heute geht es um ein Thema, das klingt erstmal ganz kompliziert, das heißt Experience API, das ist so, wie das die Techniker nennen würden. Man könnte es jetzt einfach übersetzen als Erfahrungsschnittstelle und wir gucken mal heute mal, was ist denn das, aber gar nicht so auf einer technischen Ebene, sondern eigentlich, was ist das, wozu dient das, was kann ich grundsätzlich damit machen? Und in der nächsten Episode gucken wir uns dann an, okay, wie kriegen wir das jetzt konkret mit H5P zusammen? Heute deute ich das nur so ein bisschen an. So, ihr kennt das, ich teile jetzt erstmal meinen Bildschirm, ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Dann heute schiebe ich das schon mal zur Seite, weil es mich gleich wieder stört da oben. Vielleicht passt das da ganz gut. Also was ihr jetzt seht, das ist so die Dokumentation, die das H5P-Kernteam dazu mal gemacht hat. Wenn ich da jetzt runterscrolle, also das hier haben wir, hier oben haben wir beim letzten Mal in Episode 4 schon gemacht, als es um die Punkte ging in H5P. Und darunter kommt jetzt nicht wirklich so viel mehr. Und klar, man kann sich da überall durchklicken, aber von mir kriegt ihr jetzt halt im Prinzip das, was hier sehr, sehr, sehr kompakt ist, ein bisschen ausführlicher zumindest. Also da versuche ich so einen Überblick zu geben. So, damit man aber erstmal eine Vorstellung hat, okay, was ist denn dieses Experience API-Ding, was macht das denn? Gehe ich jetzt doch erst noch mal einen Schritt zurück und zeige es doch technisch. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Ich gehe einfach auf die auf diese ganz normale Beispielseite der Course Presentation, die es auf h5p.org gibt, also h5p.org/presentation. Und da gibt es ja diesen Inhaltstyp, also eben eine Kurspräsentation. Und was man machen kann, also ich drücke jetzt im F12, ich weiß, bei einigen Browsern ist das anders, manchmal ist STRG-I, STRG-J. Bei Apple ist es wieder ganz anders, das vergesse ich jedes Mal wieder, ich habe halt keinen Apfelrechner. Dann kommt man in so eine Konsole und die Leute, die jetzt live dabei sind, die bekommen im Chat auch direkt den Hinweis, was man da eingeben muss. Ich denke, ich hatte es gerade offen, das heißt, das ist so eine Zeile. Damit kann man jetzt einfach mal horchen, was H5P so tut. Und das mache ich jetzt einfach mal an. Ich lasse das laufen, da passiert jetzt noch gar nichts. Aber wir lauschen jetzt quasi an so einer Schnittstelle. Ne? Also ihr kennt vielleicht Schnittstellen, so Benutzerschnittstellen. Also was wir hier sehen, ist ja eine Benutzerschnittstelle. Da macht der Benutzer halt etwas oder die Benutzerin mit dem System. Und es gibt aber auch Schnittstellen, die machen das quasi ja, von Plattform zu Plattform oder von einem Element zum anderen Element. Das kriegt man so als Mensch gar nicht mit. Das läuft im Hintergrund. Und hier kann man eben mal zuhören, was passiert. Und wir lauschen jetzt quasi an dieser Schnittstelle, was da so rübergeht. Es sieht hier oben ein bisschen klein, das macht aber gar nichts. Vielleicht kennt ihr die Präsentation eh schon, ein bisschen Platz. Wir können uns probieren, dass wir das rechts machen. Vielleicht geht das auch noch. Ja, wahrscheinlich ist das sogar besser. Ich habe gedacht, unten wäre es besser. Aber es geht rechts genauso. Also rechts haben wir jetzt die Konsole, links haben wir unseren Inhalt. Und ich klicke jetzt einfach mal nur ein bisschen. Ich klicke jetzt einfach nur mal auf diesen zweiten, wie nennt man das, Punkt, damit ich auf die zweite Seite komme. Und ihr merkt, da ist jetzt was passiert. Hier auf der rechten Seite in dieser Konsole, da habe ich jetzt plötzlich so Sachen drin stehen, so. Steht Actor, Verb, Object, Kontext. Ganz kryptisch. Und zwei Sachen. Und ich kann einfach mal, vielleicht klicke ich hier einfach mal rein. Pale Red. Und da passiert wieder was. Und jetzt, okay, jetzt auch wieder zwei. Und der sieht sogar ein bisschen anders aus. Da steht hinten noch Result dran. Was wir jetzt hier sehen, ist das, was technisch nachher bei dieser X-API-Schnittstelle rausfällt. Das können wir uns später noch genauer angucken. Aber ich wollte euch jetzt mal zeigen, was das eigentlich ist, was da passiert. Und dazu gehe ich jetzt eben nochmal einen Schritt zurück. Und da wird es dann didaktisch. Denn wenn man so in den Bereich des Learning Analytics denkt und diese X-API-Schnittstelle erkennt, dann fängt man vielleicht so an, also man fängt so ohne X-API häufig so an, man hat ja erstmal so ein Szenario und überlegt sich, okay, das ist jetzt mein Setting, ist es vielleicht online, ist es offline, ich habe so und so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben vielleicht diese Vorkenntnisse. Das sind ja Überlegungen, die stellt man typischerweise an, wenn man irgendeine Lehrveranstaltung plant. Und es gibt so ein Modell in der Mediendidaktik, da wäre dann der nächste Schritt, sich zu überlegen, okay, jetzt habe ich mein Szenario, habe ich mir analysiert und ich weiß, ne, ich weiß, was das Ganze ist, ich habe meine Ziele gesetzt, die rauskommen sollen und dann kann ich mir überlegen, okay, um das zu erreichen, mit diesen Teilnehmerinnen eignen sich vielleicht diese Prozesse beziehungsweise diese Interaktionen, das ist ja so Schritt 2. Und jetzt sind wir schon Interaktionen, das deutet ja schon an, okay, es könnte eine H5P-Interaktion sein, das kann aber auch natürlich eine Kommunikation zwischen Menschen sein, die irgendwie abläuft, eine Gruppenarbeit, ne, weil man das Gruppengefüge ganz wichtig ist, um Sachen zu diskutieren. Und ganz unten kommen dann vielleicht Werkzeuge, die man sich überlegen kann oder Methoden, die man anwendet. So, und wenn man das jetzt plant, könnte man ja überlegen, okay, die Lernenden, die machen ja Erfahrungen in der ganzen Zeit, während sie lernen. Also jede Interaktion ist ja irgendwie eine Erfahrung,
kann Interaktion zwischen Menschen sein, kann Interaktion zwischen einem Mensch sein und mit einem Inhalt oder einer Aufgabe. Und über diese Erfahrungen lernt man. Natürlich noch über andere Sachen, aber diese Erfahrungen sind ja ein Baustein von dem, wie man lernt. Und wenn man das jetzt analysieren möchte, dann kann man sich überlegen, okay, bietet sich vielleicht an, das so ein bisschen zu formalisieren. Und das macht eben diese X-API-Schnittstelle. Und da steige ich jetzt einfach mal mit Beispielen ein, damit das ein bisschen klarer wird. Habe ich einfach mal, ich habe mir überlegt, wie kann ich das denn ganz gut deutlich machen? Ich habe einfach mal gesammelt und ich lese jetzt einfach mal vor, einmal ganz ruhig und sage noch gar nicht groß was dazu, aber wenn ich mir überlegen sollte, so, was können denn da für Prozesse ablaufen, was kann denn da stattfinden in meiner Lehrveranstaltung, was ich vielleicht irgendwie erfassen möchte, weil es wichtig ist, dann könnte man das zum Beispiel so machen. Also ein Beispiel könnte sein, Klaus hat mit der Bearbeitung von Multiple-Choice-Frage 1 angefangen. Oder Sabine hat Video 22 bei dem Zeitpunkt 1 Minute 22 Sekunden pausiert. Oder, wir bleiben bei Sabine, Sabine hat Video 22 mit 97% der Punkte abgeschlossen. Oder Sabine hat insgesamt 20% von Video 22 abspielen lassen. So, ich gehe erstmal alles durch. Anderes Beispiel, vielleicht Gruppe 3 hat Text 25 erörtert. Könnte ja eine Erfahrung sein, die wichtig ist. Oder Jochen hat an Seminar 31 teilgenommen. Ist vielleicht für eine Verwaltung wichtig. Oder Gruppe 6 hat bei Multiple Choice Aufgabe 42 Antwort A und C gegeben. Oder eine Frau könnte sagen, Clara hat sich gemeldet. Ist irgendwas, was passiert ist. Person 8 hat Person 9 eine Nachricht geschrieben. So, jetzt bin ich durch. Das waren so meine Beispiele. Und ich gehe die jetzt nochmal von vorne nach hinten durch und sage euch, okay, warum das vielleicht relevant sein könnte und was jetzt vielleicht besonders ist, damit ihr seht, wie vielfältig das sein kann. Also das ist so ganz, ganz einfach. Klaus hat mit der Bearbeitung von Multiple Choice Frage 1 angefangen. Wenn man so einen Prozess dokumentieren will, ist das vielleicht ganz gut, weil man kann ja anfangen, man kann später vielleicht auch das Ende festhalten, dann weiß man, wie lange das gedauert hat. Also das kann ja relevant sein. Ne? Vielleicht war er sehr schnell. Das wäre so ein ganz, ganz kleines Beispiel. Oder eine Erfahrung von Sabine. Jetzt habe ich ja drei Erfahrungen von Sabine, die sie gemacht hat. Die kann man natürlich auch zusammenfassen irgendwie. Also eine Erfahrung ist vielleicht, die ich festgehalten habe. Sabine hat Video 22 bei 1 Minute 25 Sekunden pausiert. Ich habe jetzt nicht alle, vielleicht ist noch mehr passiert, aber das ist ihr vielleicht passiert. Und dann hat sie eben 97% der Punkte, haben wir festgehalten. Und was ich auch festgehalten habe, also als Erfahrung von Sabine, ist, dass sie insgesamt nur 20% von Video 22 geguckt hat. So, wenn man das zusammenfasst, kann man vielleicht sagen, ja, Sabine, okay, müsste man jetzt vielleicht noch wissen, wie lang das Video ist, vielleicht ist das 20 Minuten lang, dann können wir ja sagen, ja, wir haben ja 20%, gar nicht so schlecht, ungefähr 20 Minuten, etwas weniger. Offensichtlich hat sie sich nur ganz wenig von diesem Video angeguckt und trotzdem 97% der Punkte erreicht. Könnte man jetzt zum Beispiel daraus schlussfolgern, die Aufgaben waren so einfach oder Sabine ist einfach sehr gut, braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Kontext, aber sowas kann man damit rausbekommen. Das war Sabine. Dann, hier habe ich zwei Sachen hinzugefügt, um ein bisschen zu variieren. Hier steht Gruppe 3, also vielleicht betrifft die Erfahrung gar nicht Einzelpersonen, vielleicht ist mir das gar nicht wichtig, vielleicht habe ich bestimmte Gruppen definiert und möchte sowas festhalten. Und erörtert habe ich jetzt besonders reingenommen, weil das ist ja häufig auch bei so Zielformulierungen, bei Lehrzielformulierungen oder für Prüfungen so ein Stichwort, das Lehrende benutzen, um für sich klar zu fassen, okay, was ist denn hier eigentlich gefordert? Von daher erörtert könnte sowas sein. Dann, Jochen hat an Seminar 31 teilgenommen, habe ich jetzt genommen, weil hier ist erstmal gar nicht klar, ob das online oder offline ist. Das kann ja auch tatsächlich in Präsenz sein und trotzdem möchte ich so eine Erfahrung festhalten. Die kann ja wichtig sein, nur einfach, um gleich von diesem Trichter wegzukommen, das muss alles online stattfinden. Da habe ich noch ein bisschen mehr reingebaut, also nochmal eine Gruppe. Da war offensichtlich eine Gruppenarbeit, die haben zusammen diese Aufgabe beantwortet und hier steht Antwort A und C, haben die gegeben. Weil vielleicht ist mir nicht nur wichtig, wie viele Punkte sie bekommen haben, ob das richtig oder falsch war, sondern auch, was sie als Antwort angewählt haben, zum Beispiel. Auch noch so ein Beispiel für den, ich nenne es Offline-Fall, also Clara hat sich gemeldet. Also ich weiß nicht, ob das didaktisch sinnvoll ist, aber wir hatten tatsächlich einen Lehrer früher, der hat Strichlisten geführt, wer sich wann gemeldet hat und sowas kann man natürlich vielleicht auch automatisiert erfassen. Und letztes Beispiel, auch um zu zeigen, das muss natürlich nicht immer zwischen, eine Person hat irgendwie eine Aufgabe bearbeitet,
die können ja auch miteinander kommunizieren. Und vielleicht ist relevant, das ist ja jetzt Sache der Lehrenden, das zu überlegen, ob die Leute untereinander kommunizieren, dann könnte so ein Ereignis, das man festhalten möchte, auch sein, Person 8 hat Person eine Nachricht geschrieben. So, und wenn ihr jetzt ein bisschen aufgepasst habt, werdet ihr feststellen, da ist so ein bestimmtes Schema dahinter. Und zwar die Leute, die sich diese Schnittstelle, dieses Schema mal überlegt haben, das waren gar nicht nur Techniker, da waren auch Didaktiker dabei. Und die haben das letztlich so gemacht. Das habe ich mal hier zusammengeführt. Also das Schema ist ungefähr, habt ihr gemerkt, also wer tat was mit was, also ne, wer mit irgendwas interagiert. Und manchmal, habt ihr gesehen, bei Multiple Choice habe ich A und C als Antwort zum Beispiel gegeben, beziehungsweise habe bei dem Video so und so viele Punkte erreicht. Was hat denn die Person geschafft? Und das ist auch schon dieses Schema, das diese Schnittstelle benutzt. Also man kann als Didaktiker sich erstmal überlegen, ohne jenseits der Technik, also was ist mir denn als Erfahrung wichtig, was hilft mir, um zu verstehen, was bei den Lernenden im Kopf vorgeht, und kann sich das erstmal definieren. Das ist eben, der baut sich so ein Schema und dann, das geht immer nach dem Prinzip, also es gibt ein Actor, so heißt das, also wer hat irgendwas gemacht, zum Beispiel eine einzelne Person, vielleicht ist das auch eine Gruppe, vielleicht weiß man noch nicht mal, wer das ist auch möglich. Ja, was hat sie getan? Da gehört eben ein Verb dazu, zum Beispiel erörtert oder abgeschlossen oder versucht. Das ist auch komplett frei, das kann man komplett frei definieren. Ja, was ist das Objekt? Also das ist so letztlich, mit was haben die denn hantiert? Oder also haben die mit einer Person kommuniziert? Dann wäre die Person ein Objekt oder war das vielleicht diese Multiple-Choice-Aufgabe? War das ein besonderes Video? Und gegebenenfalls gibt es eben auch Resultate. Also bei Clara hat sich gemeldet, da gibt es vielleicht kein Ergebnis, aber bei so einer Aufgabe, die man bearbeitet hat, gibt es ja vielleicht ein Ergebnis und da ist ja vielleicht interessant, wie lange hat sowas gedauert, wie viele Punkte wurden vergeben, was in der Richtung, ne? Wurde es bestanden, ist es nicht bestanden worden, das ist so, kann ja ein Ergebnis sein. So, das versucht halt diese X-API-Schnittstelle abzubilden, das heißt, wenn man das als Lehrender getan hat, würde man sich jetzt entweder ein Werkzeug suchen, das eben diese Daten auch sammelt, oder ein bestehendes anpassen. Und da gibt es tatsächlich einige, die diese X-API-Schnittstelle unterstützen. Und eins davon ist eben H5P. Und, jetzt kann man nochmal genauer bei H5P reingucken. Ich gehe nochmal zurück auf unsere Kurspräsentation. Was man jetzt hier nämlich machen kann, also ihr seht hier nämlich dieses Schema. Also ihr seht hier Actor, haben wir gerade gesehen. Vielleicht mache ich das noch einen Tick größer für euch. So. Actor haben wir gesehen. Verb, also ein Verb, haben wir gesehen. Object. Und hier gibt es noch den Kontext, der beschreibt halt mal noch ein bisschen näher, was das ist. Der ist jetzt aber für das Schema nicht ganz so relevant. So, wir können ja einfach, gucken wir mal in den letzten einfach rein. Wir klicken hier mal drauf und ihr seht, das fächert jetzt auf. Das ist jetzt gar nicht so XMPI-spezifisch. Das ist jetzt nur das spezielle technische Format. Das ist nicht so relevant. Aber man kann da jetzt halt reingucken. Und jetzt haben wir hier Actor, Object und Result und Verb. Wir können ja bei Actor mal reingucken zum Beispiel. Und da steht offensichtlich Account und da steht jetzt nicht so viel drin, weil ich auf der Seite nicht angemeldet bin. Und da hat er mir einfach also einen zufälligen Namen generiert, der ist jetzt für mich einheitlich. Wenn ich die nächste Aufgabe mache, ist er auch gleich. Da steht jetzt noch nicht meiner. Auf einer Lernplattform, wenn ich da angemeldet wäre, würde da natürlich irgendwie eine ID stehen, meine E-Mail-Adresse, mein Name, damit man nachher nachvollziehen kann, welche Person das war. Das ist hier. Und das Konto gehört halt, das Konto, das es nicht gibt, weil ich nicht angemeldet bin, gehört halt zu dieser Seite. Also das wird da festgehalten, nur damit ihr so einen Überblick bekommt. Die Details sind da gar nicht so wichtig. Dann, das Verb ist ganz spannend. Da können wir hier mal draufklicken. Und seht, es gibt hier erstmal nur zwei Eigenschaften, so würde man das vielleicht nennen. Das eine ist Display, das ist letztlich so das Sprechende, also answered. In dem Fall habe ich ja einen Teil dieser Aufgabe beantwortet, deshalb answered. Und ihr seht dann noch was drunter. Da gibt es so eine ID. Die ID ist für zwei Sachen, oder sagen wir mal, das ist grundsätzlich das ist für zwei Sachen relevant. Erstens, wir können, ihr seht, das ist so eine URL, die können wir auch nehmen, die können wir rauskopieren. Und da kann ich jetzt mal einfach eine neue Seite einmachen und da können wir mal drauf gucken. Die Idee ist eigentlich dahinter, was hier leider nicht gemacht wurde, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, dass hier auch nochmal beschrieben ist, was denn genau mit diesem Verb gemeint ist. Also weil es ja möglicherweise beantwortet, kann ja viel sein. Also was ist jetzt genau mit beantwortet gemeint? Und eigentlich gibt es, soll dieser Link halt erstens sagen, ich gehe nochmal zurück, ihr seht ja den Link hier oben vielleicht, ist ein bisschen klein, aber es steht so eine bestimmte Adresse, die ist halt eindeutig. Das heißt, ich kann ganz klar nachvollziehen, okay, ich meine jetzt dieses beantwortet, im Gegensatz vielleicht, ich könnte auch h5p.org, da kann ich mir meine eigene Definition von beantwortet machen, eben als Lehrer, das meine ich.
dann, die kann ich mir ja selber schaffen und dann hinterlege ich die und dann können die andere auch benutzen und dann ist vielleicht beantwortet etwas anderes, ein bisschen anderes Verständnis als das, was hier hinterlegt ist. Hier ist dummerweise ja nicht genau beschrieben, was jetzt mit diesem beantwortet gemeint ist. Aber das sieht man. Und das eine ist eben, um das unterscheiden zu können, dass es mehrere gibt und der Link soll gleichzeitig eigentlich auch eine Beschreibung sein. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass man da auch nochmal nachgucken kann, wenn ich sowas wiederverwende, damit Daten ja idealerweise auch austauschbar sind. Was haben die denn mit beantwortet gemeint, mit erörtert gemeint oder. So, das geht da. Dann nochmal zurück. Also das war das Verb. Und wieder, diese Verben könnt ihr erstmal frei definieren. Das heißt noch nicht, dass das Werkzeug die automatisch alle unterstützt. Aber da kann man gucken. Zeige ich auch gleich. Kann ich hier nochmal vielleicht zeigen. Ich springe mal hier. Da gibt es so einen kleinen Punkt, der heißt X-API Coverage. Der ist jetzt nur so, wenn ich darauf klicke, ist auch, glaube ich, rechts weg. Ich zeige es gleich nochmal. Also grundsätzlich, was der unterstützt. Da sind wahrscheinlich nicht die Verben drin, die ihr unbedingt braucht, aber man kann das ergänzen. Das ist technisch tatsächlich nicht sehr kompliziert. Muss man sich vielleicht trotzdem im Programmierer zusammensetzen, aber man kann halt in dem Fall H5P-Inhaltstypen auch ergänzen, wenn einem sagt, wenn man sagt, hier ist aber eine bestimmte Aktion und die möchte ich festhalten. Kann ich vielleicht beim interaktiven Video noch zeigen, hinterher, wenn ihr Lust habt. So, also es gibt ein Verb, dann gibt es natürlich ein Objekt, also was. Das seht ihr auch hier, das ist eben die eine eindeutige ID, das war eben dieser Unterinhaltstyp, den wir da gesehen haben, bei dieser Frage hier. Dann ist da drin eine sogenannte Definition. Und da gibt es eben verschiedene Sachen drin. Also erstmal eine Beschreibung von dem Ganzen. Also es war die Frage, what color do ripe cloudberries have? Das ist da drin. Dann, was die richtige Antwort gewesen wäre. Das wäre in dem Fall, was hier 0 ist. Ist ein bisschen kryptisch, aber ein System kann damit anfangen. Die möglichen Auswahlsachen kann man sich angucken. Und ID 0 wäre halt das Richtige gewesen. Auch da kann man dann wieder rein gucken und sich die Beschreibung anklicken, also Amber, weil das eben 0 ist, wäre offensichtlich ja nicht die richtige Antwort gewesen. Sowas steht da drin. So, was noch interessant sein kann, nur als der Vollständigkeit halber, es gibt sowas genannte Erweiterungen, die man einbauen kann. Das macht H5P in einigen Stellen auch. Das ist eben auch im X-API in der Schnittstelle vorgesehen, dass die Erdenker dieser Schnittstelle ja vielleicht einige Sachen nicht bedacht haben. Haben wir ja auch gesehen, oder kann ich gleich noch zeigen. Ich zeige es direkt gleich, sonst vergesse ich es. Das hier müsste nämlich ein Progress gewesen sein. Wenn wir uns hier das Verb angucken, seht ihr ein Interacted, da habe ich drauf geklickt, muss es der davor gewesen sein. Das Verb. Attempted, das war auch schon das Ganze. Mist, da muss es der hier gewesen sein. Da war der erste. Progress zum Beispiel. Das ist ein sehr allgemeines Verb, da steckt noch nicht so viel hinter. Also ich bin irgendwie vorangeschritten. Und es gibt aber keine Möglichkeit, innerhalb der Schnittstelle zu sagen, wohin denn. Da muss man sich dann eine Erweiterung schaffen und die wäre da zum Beispiel drin, in dem Fall hat H5P, Jubel hat gesagt, bei Progress als Erweiterung soll dann drinstehen, auf welche Seite ich gesprungen bin. Also ich könnte zum Beispiel vor, wenn ich zum Beispiel von 1 auf 5, auf 3, auf 2 springe, könnte ich zum Beispiel feststellen, die Person ist nicht linear durchgegangen. Jetzt seht ihr ja, also sowas kann man machen. Am Anfang, wenn ich so ein Ding aufgemacht habe, offensichtlich stellt er fest, okay, er hat es versucht, also hat den Versuch unternommen, das zu beantworten. Im Prinzip habe ich das aufgemacht. Interacted, weil ich draufgeklickt habe, also sowas kann man erfassen. Und wie gesagt, bei den Verben seid ihr komplett frei. So, also Objekte, was haben wir gemacht? Dann gab es am Ende halt noch Spezialfall, weil ich ja was beantwortet habe, zumindest so einen Zwischenschritt. Es gibt immer ein Ergebnis. Und da seht ihr so grob, was da drin sein kann. Completion True heißt, ich habe diese einzelne Unteraufgabe halt abgeschlossen. Das war meine Antwort. Man kann hier noch die Punkte sehen, die erreicht wurden. Von wo bis wo. Es gab halt maximal einen Punkt. Es war tatsächlich auch falsch. Das heißt, ich habe das Ganze zwar abgeschlossen, diese erste Aufgabe, aber nicht erfolgreich. Sowas steht da drin. Und ihr müsst jetzt nicht erschrecken. Das ist natürlich sehr technisch. Sowas würdet ihr nicht zu Gesicht bekommen oder nicht zwangsläufig zu Gesicht bekommen. Normalerweise landen diese Sachen halt alle zentral in so einem sogenannten Learning Record Store. Vielleicht nicht nur sogar von einem System, sondern von verschiedenen Systemen. Da wird es dann wichtig, dass die Verben zum Beispiel das Gleiche meinen. Die fließen da zusammen. Und da gibt es typischerweise dann sowas wie Reportings, Diagramme, wo man schon mal drauf gucken kann, wo man eine Übersicht bekommt, wo man schon mal eine Grobauswertung bekommt, wo man nachrecherchieren und filtern kann nach bestimmten Sachen, wenn man interessiert ist. Also diesen Technikkram sieht man nicht zu Gesicht, aber das ist das, was H5P halt rausschickt an das Umsystem. Ihr wisst, H5P lebt nicht allein, sondern es lebt immer in einem WordPress, in einem Moodle, in einem Drupal oder ganz woanders. Und das schickt diese Sachen immer raus und es ist Sache des Systems,
Systems, das aufzufangen. Und das würden wir uns beim nächsten Mal angucken. Jetzt auch, wer jetzt sagt, okay, das ist ja schon ganz interessant, das ist da alles drin, wo kriege ich denn Details, was da alles drin ist und was bedeuten denn diese ganzen Sachen? Wer das haben möchte, da gibt es eine, ich finde, ist zwar für Techniker eigentlich gemacht, aber wenn man interessiert, was kann man denn alles speichern unter diesen verschiedenen Sachen, gibt es halt diese Dokumentation hier. Link gibt es natürlich wie immer später auf der Seite. Und da kann man jetzt einfach mal durchscrollen und wenn einen zum Beispiel interessiert, weiß ich ja nicht, was ist denn jetzt genau, also nehmen wir einfach nochmal den Actor, also wer ist die Person, was kann man denn da machen? Dann klickt man da drauf, dann stellt man fest, okay, es gibt offensichtlich, also Namen hat diese Person, der ist optional, muss nicht da sein, habt ihr gesehen, hatte ich auch nicht. Und dann gibt es aber etwas komplizierter, ja gut, das ist kein gutes Beispiel, kann man draufklicken und da gibt es halt noch so einen speziellen Identifier, je nachdem, welche Plattform man hat, kann das unterschiedlich sein, dann kann das die E-Mail-Adresse sein, wir hatten eben einen Account von hafenfee.org, der dann angegeben wurde, hätte auch eine sogenannte Open-ID sein können, also das hängt immer von der Plattform ab, was da drin steht. Und wenn euch das interessiert, was da alles genau drinstehen kann, könnt ihr das mal durchgehen. Es sind am Ende auch Beispiele für verschiedene Aufgabentypen, wie dann die Ergebnisse aussehen und sowas, was man da geliefert bekommt, wenn einen die Technik interessiert. Aber wie gesagt, kommt ihr eigentlich gar nicht mit in Berührung. So, was kann man jetzt damit machen? Also natürlich, habt ihr gemerkt, man hat jetzt haufenweise Daten gesammelt. Und jetzt erstmal das Erste. Man muss natürlich irgendwie Zeit haben, das zu tun. Das ist die eine Sache. Das heißt, man könnte sich als Lehrer da hinsetzen und natürlich sich dieses LRS, diesen Learning Record Storm, aufmachen und dann graben nach Daten, zu gucken, was haben denn meine Schülerinnen und Schüler gemacht. Vielleicht kriegt man auch gleich Diagramme und kann dann vielleicht seine nächste Stunde planen. Oder wenn man so ein Flipped Classroom hat, sieht man ja schon die ganzen Auswertungen, was haben die Lernenden gemacht. Aber jenseits der Punkte, also man kann sehen, haben sie vielleicht von Slide zu Slide gesprungen, also waren sie sehr diffus in der Vorgehensweise aus irgendeinem Grund oder bei den Videos, kann HFSP noch nicht, aber denkbar wäre das, dass man feststellt, welche Teile des Videos haben sie denn gesehen, wo sind sie gesprungen, lässt sich im Prinzip alles nachverfolgen. Muss man halt die Zeit für haben, das ist das eine. Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn diese Daten eh schon da sind, man könnte auch sagen, man trainiert irgendwelche Algorithmen und versucht dann sowas wie adaptive Lernpfade zu machen. Wo man dann feststellt oder versucht festzustellen, automatisiert, diese Person ist vielleicht auf diesem Niveau und den gebe ich jetzt mal eine bestimmte andere Aufgabe automatisiert. Dafür kann man diese Daten benutzen, auch jenseits von Learning Analytics, dass eine Person durchführt. So, dann muss man sich überlegen, okay, wo kommen denn diese ganzen Daten her? Also ihr habt ja gesehen, es ist ein Online, H5P ist das sehr einfach. Aber ich habe ja sowas gesagt, hat an Seminar X teilgenommen, war ja dabei oder hat sich gemeldet. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, da braucht man vielleicht Assistenzsysteme. Gibt es, weiß ich nicht hundertprozentig, aber die gibt es wahrscheinlich auch, weil es einfach Sinn ergibt, wo man sich das einmal definiert hat und man klickt sich das zusammen und dann hat man seine Dokumentation auch gleich in diesem Learning Records damit gespeichert. Für das Melden, es gibt die abgefahrensten Sachen und da komme ich auch gleich drauf, warum ich das jetzt erwähne. Also man kann ja auch Kameras laufen lassen in Seminarräumen und kann automatisch feststellen, wenn sich die Person meldet. Da muss da keine Strichlisten führen. Das geht tatsächlich alles. Und jetzt so mein, da kann ich nur warnen oder den Denkanstoß geben, macht euch klar, was ihr da tut, weil der Grad von Learning Analytics zur Überwachung, der ist natürlich sehr, sehr, sehr schmal. Und also man kann da sehr viel machen mit dieser XAPI-Schnittstelle, muss man sich aber selber überlegen, ob man das möchte und wie weit man das möchte. Also zum Beispiel will ich wirklich, also ich könnte in der Theorie ja sogar erfassen, wo ist mein Mauszeiger gerade? Ich könnte in jeder Sekunde irgendwie festhalten, wo mein Mauszeiger ist und was die Personen machen, will ich vielleicht gar nicht. Das nur gesagt, muss ich jeder selber überlegen, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. So, aber das geht grundsätzlich. Das ist so die klassische Denke. Ich habe vor 2 Jahren mal einen kurzen Artikel geschrieben. Klicke ich auch nochmal drauf. Das ist der hier. Da habe ich am Anfang so ein bisschen auch so verkürzt. Also jetzt habe ich es ausführlich erklärt. Hier ist ein bisschen verkürzt. Was ist denn überhaupt so dieses H5P-Krams, dieses XAPI-Krams? Wie kann man das benutzen? Und ganz am Ende habe ich noch eigentlich der wichtigste Teil, der steckt auch im Titel drin. Da habe ich noch einen Absatz zum Thema Opening Up Education with Data. Weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ja immer schön und gut, wenn Lehrende Daten sammeln, dann ist man auch sehr schnell in dieser Überwachungsschiene. Ne? Was machen die da? Finden einige auch ganz toll, wenn die haarklein wissen, was die Leute machen. Aber wäre es nicht auch viel spannender unter dem Gedanken der Open Educational Practices, OEP, ganz bewusst P, nicht OER. Das ist ja eigentlich so, das ist
ist ja immer so das Ziel, wo man mit OER eigentlich hin möchte, dass das vielleicht auch passiert. Und ein so ein Aspekt davon ist, dass Lernende die Verantwortung für ihr Lernen selber übernehmen sollen. Und man darf ihnen und soll ihnen natürlich trotzdem dabei helfen. Und warum nicht den Lernenden eben ihre Daten, die sie ja selber erzeugen, auch zur Verfügung stellen, damit sie damit was machen können. Also idealerweise natürlich auch nicht so, guck mal, hier sind 20.000 Datensätze von dir, kannst mal reingucken, sondern natürlich auch idealerweise unterstützt, vielleicht mit Grafiken. Ne? Denn was ist anschaulicher als vielleicht eine Grafik, wo man seinen Faulheitsgrad sehen kann, weil man einfach lange nichts getan hat und so kurz vor der Klausur erst so ein Peak anfängt, wenn man das mal selber visualisiert sieht, automatisch, ohne dass jemand aufmalen muss, ist wahrscheinlich besser, als wenn man ständig gesagt bekommt, hier muss man was tun, hier muss man was tun, hier muss man was tun. So, kann man noch weiterspinnen, das wäre jetzt ein bisschen abseits der X-API-Schnittstelle, aber man könnte sich überlegen, dass sich die Lernenden aufgrund dieser Daten ja hier so ihr eigenes kleines Motivationssystem zusammenbauen können. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Also das kann man grundsätzlich mit dieser X-API-Schnittstelle machen. Jetzt muss ich gucken, da wollte ich hin. So, also man kurz zusammengefasst vielleicht, also ihr habt immer, könnt ihr euch überlegen, für euch, für eure Lehrveranstaltung, welche auch immer das ist, dass ihr vielleicht Daten sammeln möchtet und die auswerten möchtet, weil ihr sagt, diese Ereignisse, diese Erlebnisse von Lernenden sind wichtig. Die würde man halt definieren in diesem Schema. Also Actor, wer hat etwas getan? Was hat diese Person getan? Mit was hat diese Person etwas getan? Und gegebenenfalls gibt es noch ein Ergebnis. Das macht man, dann bündelt man das, guckt, welches Werkzeug das kann, vielleicht auch was HFTP davon kann. Und dann macht man was draus. Muss man natürlich immer noch, hat man noch die ganze Arbeit. Die wird einem nicht abgenommen, aber man hat vielleicht ein paar neue Möglichkeiten in dieser Schnittstelle, die andere Systeme nicht bieten. Wenn euch das gefallen hat, dann kommt nächste Woche gerne mit dazu, denn da gucken wir uns das ganz praktisch an, wie man das mit HFTP machen kann. Und da zeige ich dann auch das, was ich gerade vergessen habe zu zeigen, nämlich was bieten denn diese Inhaltstypen vielleicht schon an Verben, was bringen die denn schon mit, was man erfassen kann. Und was man nicht ergänzen muss. Das zeige ich dann beim nächsten Mal, habe ich leider gerade vergessen. Aber wir sehen uns einfach dann nächste Woche. Ciao!